Für das bevorstehende Jahr 2024 hat sich Tino Zippel wieder auf die Suche nach den schönsten Motiven in und um Jena gemacht. Es ist ihm eine Freude, die Stadt im besten Licht zu zeigen. Außerdem hat der stellvertretende Chefredakteur der OTZ Spaß daran, in die Natur zu ziehen und zu versuchen, den richtigen Moment mit der Kamera einzufangen. Noch immer ist es für ihn kein Problem, neue Ideen für Fotomotive zu finden. Jena ist eine Stadt, die unglaublich viele wunderschöne Stellen bietet. Deswegen ist es nicht schwierig, immer wieder neue Fotomotive zu finden. Es gibt aber natürlich auch ein paar Klassiker, die in keinem Kalender fehlen dürfen. Ein Teil des Verkaufserlöses wird erneut an das Hospiz in Lobeder Ost gespendet. Der Benefizkalender erscheint auch in diesem Jahr wieder mit der Unterstützung der Stadtwerke Jena. Zum vierten Mal stellen die Stadtwerke eine entlastende Summe in Höhe von 3.500 Euro für die Kalenderaktion zur Verfügung. Die Unterstützung der Stadtwerke beschränkt sich dabei nicht ausschließlich auf die Produktion des Kalenders. Wir sponsern nicht nur die Produktion des Kalenders, sondern wir nehmen auch ein Kontingent von Kalendern ab. Das verwenden wir für verschiedene Anlässe, zum einen für Verlosungen, aber einige der Kalender schmücken auch unsere Büros an unseren Bürostandorten, weil nicht nur die Fotos einfach sehr, sehr schön sind, sondern sie wirklich auch die Verbundenheit mit der Stadt Jena und unserer Region sehr schön transportieren. Der Kalender ist ab sofort erhältlich und kann im Pressehaus Holzmarkt 8 oder unter www.lesershop-thüringen.de erworben werden.